Das muss ja jetzt nicht so gut aussehen, ne? So. Doch. Gut. Seid ihr, Die Erleuchtung kommt. Victoria und Sarina? Ich glaube, du Victoria und du Sarina, oder? Yeah. Hallo ihr Lieben. Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur DIY-Inspiration und herzlich willkommen zu einer neuen 24-Stunden-Challenge. Ja, wir dachten uns so, was könnten wir machen? Und wir werden heute mal den ganzen Tag das tun, was so Victoria und Sarina tun. Beziehungsweise, es wird natürlich nicht so sein, aber sie bestimmen unser Verhalten heute, unser Tag. Mhm. Was wir so machen, was wir essen. Genau, man kann tatsächlich gar nicht ganz, also ich glaube, da gibt es mehr Hardcore-Fans bei euch da draußen, die bestimmt genau wissen, was sie essen, was sie tun. Wir haben gar nicht so viel rausfinden können, aber wir haben ja auch schon die ein oder zwei anderen Produkte der beiden getestet, die wir auch wirklich cool finden. Ja. Und wir werden bestimmt auch nochmal ein Spielchen spielen. Ja, denke ich auch. Ja. Oder vielleicht so einen Test machen oder so. Mal schauen. Ja. Und ja, wir haben auch ein bisschen was eingekauft. Genau, und haben uns so etwas belesen, was wir so mögen. Mhm. Und wenn ihr unsere anderen Videos noch nicht gesehen habt, wo wir natürlich auch unsere YouTuber-Produkte getestet haben, dann tut gerne nach dem Video einmal vorbeischauen. Da haben wir auch ein paar Sachen getestet, der beiden. Ja, bei mir geht es heute so ein bisschen in die Richtung Sarina. Und ich habe tatsächlich eine dunkle Perücke gefunden bei uns im Perückenschrank. Wir haben langsam einen Perückenschrank. Ja. Wir haben, glaube ich, Perücken langsam in allen Haarfarben und Längen. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, hä, warum bist du nicht Victoria? Weil du ja schon... Wäre einfacher tatsächlich. Aber wir dachten uns so, nee, wir machen es eben genau deswegen andersrum. Ein bisschen und Challenge. Zwar auch aus einem Grund, denn wo wir nachgeforscht haben, wie gruselig ist das bitte, denn Sarina hat am 10.06. Geburtstag. Du hast wann? Am 6.06. Und Victoria hat am 6.11. Und ich habe am 3.11. Also das Skorpion. Das ist genau noch das Richtige, die richtige Mischung aus, aus unseren Zahlen. Genau, noch 3 Tage Unterschied so, und beide, also Zwilling und Skorpion. Mhm. Mega, mega witzig, da mussten wir auch echt schmunzeln. Und deswegen werde ich heute mal so etwas leben wie Victoria und du wie Sarina. Ich habe auch eine Perücke, eine rosane. Ich werde die jetzt, lassen wir dir den ganzen Tag auf, weil wir wollen ja nicht in die Rollen schlüpfen. Genau. Wir sind ja nicht Victoria und Sarina, aber wir lassen uns einfach ein bisschen inspirieren. Wir lassen uns heute von den beiden inspirieren und ich habe auch meine Brille mit, denn ich weiß, dass Victoria ja auch eine Brille trägt. Ja, krieg die Perücke gar nicht auf. Ich würde sagen, wir stylen uns mal kurz hier um und sehen uns gleich wieder. Ich stehe dir voll gut gerade, wie du aussiehst. Model! Ja. Model am Start! Sollte ich mir als nächstes die Haare schwarz färben? Also es macht dich älter etwas, also reifer. Älter finde ich immer, klingt komisch. Ja. Aber ich habe gerade schon zu Eva gesagt, ich finde, dir steht irgendwie jede Haarfarbe. Oh, das ist sehr lieb von dir. Ich finde wirklich, Eva hat so ein also dir steht jede Haarfarbe so. Ich habe mich Sarina. Ich bin Victoria. Mhm. Die Vicky. Ja, und ich muss sagen, ich finde den Look irgendwie süß. Also klar, die Haare jetzt vom Schnitt her und dem Pony, wir haben gerade schon gesagt, die Perücke. Ich glaube, ich schneide dir gleich erstmal den Pony. Ja, weil Victoria hat ja so einen geraden Pony. Mhm. Den muss ich mir gleich, den schnippelst du mir gleich. Schneid meiner BFF den Pony heute. Ja, genau. Und sonst muss ich sagen, die Farbe finde ich irgendwie, ich weiß nicht, ich habe auch schon mal überlegt, ob ich so in dieses Rosane gehe. Trau dich. Weißt du? Trau dich. So, aber du färbst dir die Haare schwarz, ich färbst dir die rosa. Es geht immer weiter hier. Ja, genau. Und mal gucken, was mit Claudio passiert. Regenbogenhaare. Ja. Aber ich muss sagen, wir sind schon ein Stück näher. Ja, meine, muss ich tatsächlich sagen, sind ein bisschen zu lockig. Aber sind keine echten Haare, können wir nicht glätten, deswegen. Ja. Ich sag mal so, es ist nah genug dran. Aber ich glaube, Sarina hat auch eher einen geraden Pony, oder? Ja, ich glaube auch. Oder ich glaube gar keinen eigentlich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es kommt drauf an in die Kommentare. Du kriegst jetzt erstmal Pony geschnitten. Richtig. Und dann schauen wir mal weiter, was der Tag noch so bringt für uns. Schnipp, schnapp, Victoria hat ja einen richtigen Pony. Das Problem ist, wenn ich mir den hier so runter mache, sehe ich nichts mehr. Wir müssen unsere Perücken hier erstmal ein bisschen schnibbeln. Ja, und bei dir ist auch so, ne? Weil sie hat auch einen Pony. Also einen richtig geraden Pony. Nicht so zur Seite oder so weggelegt. Wir haben natürlich auch keine normale Schere. Nein, wir haben keine Haarschneideschere oder so oder eine Bastelschere. Wollen wir uns die gegenseitig schnippeln? Ja. Mhm. Okay, dann schneiden wir uns jetzt gegenseitig die Haare. Warte mal, ich nehme die mal so hier. Ja, das muss ja jetzt nicht so gut aussehen, ne? So. Doch. Doch. Bitte nicht. Nee, ich
gut. Also wenn man mit einer Bastelschere Haare schneiden, Leute. Das hat, glaube ich, auch noch keiner gemacht, oder? Hm, hier nicht. Hey! Das wird doch cool, ja? Ja, gut. Das steht ja auch voll, finde ich. Oder? Ja? Ich finde, es geht auf jeden Fall. Bastelschere hat's gerissen. Mhm. Okay. Warte, ich tue mein, nächste Runde. Mein kurz legen. Ich hab Angst. Ah, das geht schon. Ich mach das. So. Guck mal. Ich glaube, das reicht noch nicht. Ein bisschen müssen wir leiden. Nee, ich muss noch. Ich merke das. Ich sehe nichts. Du siehst nichts. Klar? Ja, so ist gut. Oh ja, guck mal. Oh ja. Da wird die Ähnlichkeit direkt noch stärker. Krass. Das ist richtig witzig. Ja, was sagt ihr, Leute? Also gehen wir als Victoria und Sarina durch. Du auf jeden Fall. Ich finde die Brille auch, diese runde Brille. Mit dem krass, Gold. Ne? Richtig krass. Obwohl sie keine, also sie hat zwar nicht die gleiche Brille, nee, aber... noch ein bisschen anders. Ja. Also, durchsichtige hat sie auch, so eine komplett durchsichtige. Ja, stimmt. Stimmt. Victoria, wenn du das siehst, geh ich durch. Schreib's doch gerne in die Kommentare. Nein, Spaß. aber ist cool. Ja. Also irgendwie, also ich meine, das sind zwei wunderhübsche Mädels, ne? Oh. Und ich finde, der Look, der ist irgendwie cool, ne? Hat auf jeden Fall. So, okay. Jetzt würde ich sagen, leben wir mal unseren Tag weiter und saugen mal ein bisschen und essen was. Ja. Leute, guckt mal, wir haben ja sogar ein riesengroßes Einhorn, denn... Die beiden lieben Einhörner. Ja. So wie Eva. Genau. Wir haben auch Einhörner. Und wir haben auch Einhornsüßigkeiten. Mmh. Und wir haben Donuts. Wir werden jetzt nämlich ein bisschen was Leckeres dekorieren und essen. Ja. Ich wollte schnabulieren sagen. Stimmt. Denn die beiden essen, also die machen ja auch so, wenn man den Videos sieht, auch viel mit Süßigkeiten und schön bunt und ja. Ich glaube. Richtig süße Sachen. Genau. Und das werden wir auch tun. Und ich sehe gerade, guck mal, da hinten René. Oh, René ist da. Hey, Ho, was machst denn du? Dir einen Kaffee? Oh, hi. Hi. Ja, ich mache mir einen Kaffee. Erkennst du uns? Oder wovon wir inspiriert sind eher? Ja, also ich dachte bei den pinken Haaren erst, ihr macht wieder Tausch, dass du Eva bist und du Bianca. Aber nee, das sind ja nochmal andere Haare. Das ist so, ja. Aber bei Eva kommt das ja gar nicht hin heute. Nee, das stimmt. Das wäre dann noch ein bisschen anders. Lass mich kurz mal überlegen. Irgendwas. Streng dich an! Aber ihr, das heißt, ihr gehört dann auch zusammen wahrscheinlich, ja, ne? Zusammen. Ja, wir sind BFF. Seid ihr Victoria und Sarina? Also, warte mal, jetzt muss ich mir einmal überlegen. Ich glaube, du Victoria und du Sarina, oder? Ja! Richtig! Ja? Gut! Ja. Ich meine, gut, die Haarfarben, die werden es natürlich auch nochmal, ne? Aber wie findest du unseren Look? Haben wir Ähnlichkeit? Ja, finde ich schon. Also, gerade natürlich diese Kombination, also muss man schon sagen, pinke Haare und dann die dunklen Haare. Ich glaube, da gibt es nicht so viele andere Duos, wo man diese Kombination eben hat. Ja. Ich glaube, wenn ich euch beide einzeln gesehen hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht erkannt. Aber in Kombi. So war das dann ganz gut möglich. Haben wir schon mal... René haben wir überzeugt. Ja. Okay, René, schmeiß uns mal ein paar Donuts rüber. Mach wir machen ja jetzt erstmal ein bisschen. Schaust du denn auch Victoria und Sarina? Ab und zu schaue ich da mal rein, aber ehrlich gesagt nicht so viel. Aber bei euch würde ich natürlich reinschauen, wenn ihr Victoria und Sarina... Es ist natürlich auch, ne, die machen natürlich auch viel Beauty und Testvideos und Challenges und sowas. Und DIY und Shopping. Genau, also eigentlich sind wir doch schon sehr, sehr ähnlich. So, ihr kriegt jetzt natürlich Donuts passend zur Haarfarbe, also pinke Donuts für dich. Oh! Und die Donuts für dich. Okay. Soweit haben wir gar nicht gedacht, aber nicht schlecht. Jungs, wir kommen erstmal ein paar Einhörner drauf. Ja. Einmal Donuts. So, Sarina! So, Vicky, lass uns mal Einhörner auspacken. Nennen die sich eigentlich, also haben die Spitznamen? Ich weiß es gar nicht, weil du immer Vicky sagst. Ja, ich glaube, es sagt Vicky. Oh. Also schreibt, wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja. Ich habe gar keinen Spitznamen für dich, ne? Also ich habe jetzt gerade überlegt, weil Eva, ich nenne dich eigentlich immer Eva, ne? Ja. Du nennst ja mich auch Bianca. Ich nenne dich auch Bianca. Manchmal sage ich Bibi. Ja, das stimmt. Also eigentlich fast alle meine Freunde nennen mich Bibi. Und meine allerbeste Freundin, die nennt mich immer Babsi. Oh. Keine Ahnung. Sie ist auch die Einzige, die mich Babsi nennt. Ganz komisch. Ja. Wie nennt ihr uns denn? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr einen süßen Spitznamen für uns? So. Bei Instagram habe ich auch gesehen, nenne ich auch einige Bibi. Ja, das stimmt. Das ist ja auch. Gut, da heiße ich ja auch. Ja, das stimmt. Das stimmt. Bibi. Das stimmt. Das macht Sinn. Das macht auf einmal alles so viel Sinn. Die Erleuchtung kommt. Die Erleuchtung ist gekommen. Ich habe schon mehr die Hälfte der Süßigkeiten gegessen. Wie gesagt, wusstest du eigentlich auch, dass Victoria und Sarina ein eigenes Pony haben? Das wusste ich. Ich bin so neidig. Ich will auch ein eigenes Pony haben. Richtig, richtig süß. Und noch eine Parallele. Die haben ja auch Chihuahuas.
Ja, da sie sind beide sehr hundelieb. Ne? Also ich meine Hundefans, Hundefans. Und ich habe auch bei Instagram bei den beiden geschaut. Mhm. Und tatsächlich, klar, die sind zwar jetzt nicht ähnlich, aber die haben auch Chihuahua. Weil Kurzhaar, ne? Die Kurzhaar. Ja, die haben Kurzhaar und Bruno ist ja Langhaar und wahrscheinlich hat er irgendwie zu viel Hormone in sich, dass er ein bisschen gewachsen ist. I don't know. Aber doch, Bruno ist relativ groß. Der sollte auch nicht so groß sein, weil er ist eigentlich ein typischer Chihuahua. Ja. Aber da habe ich auch Parallelen gefunden. Fand ich mega, mega witzig. Habe ich mir auch schon vorgestellt, wie die Hunde da miteinander spielen. Oh. Und drei Chihuahuas. Du hast auch sehr viel gemeinsam, denn die beiden mögen Süßigkeiten und Einhörner und Eva und Einhörner. Oh, Leute, wisst ihr Bescheid? Und ich habe noch Kelloggs mit Kettikorn drauf gekauft. Mit Regenbögen und Einhornhorn. Und die ist doch wohl mal mega niedlich, auch so ein bisschen Manga-Style. Ja, und die werden wir auf jeden Fall probieren. Stimmt, die beiden sind auch so ein bisschen Manga-Style angehaucht. Ja. Ne? Ja. Wir könnten auch mal ein Manga-Haul machen. Oh ja. Hawaii-Haul-Zeug. Ich würde gerne mal wissen, ob Victoria und Sarina auch Sailor Moon mögen oder Sailor Moon geguckt haben. Stimmt. Wer mag Sailor Moon nicht? Schmecken sie? Hast du die nicht lieber mit Milch essen? Ach, Unsinn. Die hast du aus der Packung. Ja, ein bisschen weniger nach Erdbeere, als ich dachte tatsächlich. Ich glaube, die Rosanen schmecken mehr nach Erdbeere oder ich denke das mal wieder nur. Und wir haben jetzt überlegt, dass wir die Donuts natürlich noch schön gestalten. Ich hol mal die Kamera. Hol mal die Kamera. Ich habe hier Zuckerschrift, das ist immer ganz cool als Kleber. Und wir machen jetzt Einhorn- und Regenbogen-Donuts. Ja, stimmt, ne? Dann hau ich hier so ein bisschen. Etwas, auch von der Zuckerschrift, die mache ich hier auch mit. Das war ich nicht. Oh, wie süß, das sind auch so Mini-Einhörner, ne? Ja. Aber es klebt nicht so. Richtige Gönnung heute hier. Richtige ja? Gönnung. Das ist das Schöne da dran. Yummy, yummy, yummy. Ich glaube, das sieht man ganz lecker gut. Richtig, richtig cool. Weißt du, dass wir ja auch mal ein Shirt hatten von Victoria? Oh ja, stimmt. Wir hatten schon mal bei den YouTuber-Produkttests hatten wir ein Shirt mit mit so Motiven von Victoria Sarina. Ich glaube, da waren definitiv auch Einhörner dabei. Ja, und ich muss auch dazu sagen, die beiden haben ja sehr, sehr viel cooles Zeug auch rausgebracht. Ne? Also, die Bücher hatten wir schon, die sind auch mega. Genau, wir haben aber sehr, sehr viel verlost. Also die Glücklichen von euch haben es ja schon längst erhalten in unserer Weihnachtsverlosungszeit. Genau, und da hatten wir auch einiges getestet von denen. Und die waren mit allen zufrieden. Ja. War alles gut. Wir hatten auch schon gesagt, der Keksteig, der war auch sehr lecker. Der Keksteig war mega. Ich hatte auch geschaut, ob ich ihn jetzt nochmal spontan bekomme, aber leider gibt es den bei uns im Supermarkt nicht. Ich glaube, es war auch limitiert. Ja, ich glaube, das geht auch nur online. Okay. Kann auch sein. Ich habe im Supermarkt geguckt, der war nicht da. Ich war verzweifelt. Nee. Nein. Keine Sorge. Ja, wusstest du, dass die beiden auch fast dass beide 1 Million Follower auf Instagram haben? Heftig, oder? Wow. Ich wusste, dass es viel ist, da so viel wusste ich jetzt nicht. Ja, also ich wusste auch, dass es viel ist, aber 1 Million dachte ich mir schon so, wow. Und natürlich auch wunderschöne Bilder. Und ich richtig, finde richtig so, schön. Man verbindet die beiden auch so typisch so mit diesem, mit Einhörnern, so mit diesem Manga-Style, mit diesen, und diese Fröhlichkeit irgendwie. Diese Ausstrahlung ist immer sehr, sehr schön. Weil auch ihre privaten Profile und auch so, was man von den beiden so sieht, das wirkt immer alles so fröhlich und hell. Das finden wir auch richtig, richtig toll. Richtig tolle Ausstrahlung. Aber wir müssen auch, also ich muss auch gestehen, ganz so viel weiß ich gar nicht über die beiden. Du? Nicht. Also ich wusste das mit den Hunden und das mit dem Pferd. Mit dem Geburtsdatum, mit den Geburtstagen hast du mich wirklich krass überrascht. Und ich weiß, dass die beiden kommen aus Österreich. Also wir, stimmt. Müsst ihr auch natürlich uns zugestehen, wir reden heute nicht so. Nee, Das überfordert uns. Ja, ja, stimmt. Aber wir haben natürlich noch was Cooles vor. Und zwar werden wir uns gleich testen, wie gut kennen wir Victoria und Sarina. Aber vorher vernichten wir hier die Donuts. Also, und, dann guten Appetit. Geht's an den Test. Wir haben uns gedacht, bei Victoria und Sarina, wir hatten das auch mal gemacht, den Akinator. Ja. Und wir wollen mal wissen, also ich gehe schon davon aus, dass sie die beiden finden. Also wenn der Akinator uns findet, dann sollte er auch Victoria und Sarina, also dann findet er die safe. Ja, natürlich. Also sicher. Ich würde sagen, ich habe hier die ganze Zeit die Haare im Mund. Boah. Das ist ja ein bisschen das Schwierige mit dem Perücken, wenn man doppelt so viele Haare bekommt. Ja, das hat, ne? Stimmt, das stimmt. Gut, ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja. Okay, ihr könnt natürlich parallel mitmachen. Ja. So, wähle nicht die... eine Figur. Eine Figur, ja. An wen denken wir? Dann denken wir an beide gleichzeitig? Können wir ja erstmal machen. Oder willst du erstmal an Sarina denken? Ich denke erstmal an Sarina. Okay. Ist deine Figur weiblich? Ja.
Kennst du denn? Nein. Achso. Wohnt deine Figur in Deutschland? Ja, nein, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Nein, die sind aus Österreich. Mhm. Ja, es gibt die Figur in der Wirklichkeit. Ist deine Figur durch TikTok bekannt geworden? Die haben TikTok? Ja. Ja? Ja, ich glaube, die haben das auch für die Pferde. Stimmt, ja. Aber ich würde nein, sie sind nicht durch TikTok bekannt geworden. Nein, sind sie nicht. Ist deine Figur eine Sängerin? Ich glaube nicht. Ich sag mal nein. Okay. Hat deine Figur Kinder? Nein. Gott, wenn ich das jetzt komplett falsch mache. Spielt deine Figur in einer Serie? Nein. Spricht deine Figur Deutsch? Ja. Hat deine Figur etwas mit Pferden zu tun? Wir kommen in die richtige Richtung. Ja. Hat deine Figur rosa Haare? Ich glaube, er denkt gerade an Victoria. Aber nein. Nein. Hat deine Figur einen Hund als Haustier? Ja. Extrem lange Haare. Extrem lang. Finde ich ja. Sie hat schon sehr lange Haare. Ja. 92. Nee. Wenn die, ich glaube, die sind 25, die beiden. 25? Nee, das passt nicht. Nee. Wohnt deine Figur in Österreich? Ja. Nein, sie ist nicht Brillenträgerin. Hat deine Figur eine Schwester? Oh, das wüsste weiß ich nicht tatsächlich. Es gibt ja die Option, weiß ich nicht. Hat deine Figur eine Schwester? Weiß ich nicht tatsächlich. Hat deine Figur etwas mit Dämonen zu tun? Das ist nicht Sailor Moon. Nein. Ich glaube nicht, nein. Ist deine Figur dein Idol? Wir sagen einfach mal ja. Wir machen mal ja, weil heute ja. Liebt deine Figur Einhörner? Ja. Hat deine Figur in Twilight mitgespielt? Was kommen wir jetzt für Fragen? Nein. Nein, obwohl sie so ausschaut, ne? Sie könnte bei Twilight mitspielen können. Ja. Trägt deine Figur eine Halskette? Ich glaube manchmal schon. Mach mal wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Also. Oh! Hey. Das hat Victoria Sarina rausgefunden. Ja. Ja, nicht schlecht. Cool. Dann würde ich sagen, machen wir das doch direkt nochmal. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass er Victoria schneller rausfindet. Ist deine Figur weiblich? Ja, ist sie. Nein, kenne ich nicht persönlich. Kommt deine Figur aus Deutschland? Nein. Gibt es deine Figur in Wirklichkeit? Natürlich. Ich glaube nicht durch, also nie, ich glaube durch YouTube sind sie bekannt geworden. Ist deine Figur im Musikbereich tätig? Ich glaube nicht, ich bin mir aber nicht sicher. Deswegen mache ich auch, ich weiß es nicht. Spielt deine Figur in einer Serie mit? So aktuell, glaube ich, ist da nichts bekannt. Lebt deine Figur in Amerika? Nein. Spricht deine Figur Deutsch? Ja. Ja. Sie ist durch YouTube berühmt geworden. Ist deine Figur ein Architekt? Also, soweit ich weiß, haben die beiden BWL studiert oder studieren noch BWL. Also, nein. Ich bin mir aber nicht sicher, aber ich glaube, ich habe sowas mal gelesen. Ich glaube Germanistik, aber... Ach so? Ich dachte Germanistik. BWL und Germanistik ist doch fast dasselbe. Wurde deine Figur in Trier geboren? Das weiß ich nicht. Wir wissen es nicht. Kann sein. Man weiß es nicht. Nein. Warum dauert das jetzt so lange? Ist deine Figur über 18? Ja. Hat deine Figur etwas mit Katja? Nein. Ist deine Figur ein Gamer? Nein. Hat deine Figur Kinder? Soweit ich weiß, nicht. Hat deine Figur ein Musikvideo auf YouTube? Nee, das war, ich glaube, er tippt auf Bibi. Er tippt auf Bibi. Das ist immer, glaube ich, die Ausschlussfrage von Bibi. Mhm. Hyperaktiv. Na, ich gehe jetzt, weiß nicht, ich komme mir eigentlich relativ ruhig und... Ja. Oder gelassen vor. Ich glaube, die sind gelassen. Ist deine Figur aus Riverdale? Nein! Oh, da brauche ich ganz schön lange. Jetzt kommen die Pferde, jetzt geht's in die richtige Richtung. Hat deine Figur etwas mit Pferden zu tun? Ja. Gehört deine Figur zum Jedi-Orden? Nein, oder? Nein. Trägt deine Figur meist eine Brille? Ja. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ist deine Figur in Sprengstoff-Expertin? Boah, steht. Gehe mal davon aus, dass sie es nicht ist. Hey! Oh! Das ist das süße Foto. Ja. Oh, guck mal. Ach, der Hund. Ach, wie süß. Oh, Bruno macht sowas nicht. Bruno, verhalte dich so wie Victorias Hund. Ach, nein, ich bin ganz zufrieden mit meinem Hündchen. Ja, also gefunden hat es. Ich hätte gedacht, er findet sie schneller, muss ich sagen. Ja, das hat ein bisschen, vielleicht wegen dem Musikding. Aber eigentlich müsste er ja, aber ich weiß ich nicht, müsste eigentlich die Frage ja nicht werden. Ja. Das ist ja keine Information. Nee, eigentlich nicht. So, jetzt wird's hart, denn wir dachten uns, wir machen mal einen Victoria und Sarina-Test. Und zwar wirklich aktuell 2021. Ja. Der wurde schon 197 Mal aufgerufen. Und der wurde, der ist ganz, ganz frisch. Ja, also, der ist aus dem März diesen Jahres. Ja, wir gucken mal, wir werden den natürlich zusammen. 10 Fragen. Ja. Okay, heißt ihr neues Buch Mein perfekter Frühling, mein perfekter Sommer? Boah, 50-50 Chance, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, oder? Lass uns mal Nein sagen.
Boah, Leute, bitte verurteilt uns nicht, ne? Victoria hat 2 Hunde. Ja. Die haben nicht jeweils einen. Ich glaube, sie hat tatsächlich sogar 2 Hunde. Ich würde sagen, jeder hat einen Chihuahua. Okay. So. Haben Sie einen Online-Shop? Ja. Würde ich von ausgehen, ja. Ja. Hat Sarina ein iPhone 12? Ich gehe mal davon aus, ja. Ja. Ist das Neueste, ne? Ja. Ja, dann ja. Ja, natürlich. Nein. YouTube Money Witch. Nicht deswegen, aber man... Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die auch... wir haben ja auch alle neue. Ja, wir haben auch alle neue. Ich habe kein iPhone, aber ich habe auch ein neues Handy. Ihre Pferde heißen Spirit, Cups und Tiran. Ich weiß... Bin mir bei Tiran, glaube ich... Nee, bei Tiran bin ich auch gerade. Aber doch, ich glaube, oder? Ja, sagen wir einfach mal ja. Oder wollen wir falsch machen? Mal gucken, wir gehen mal Auswahlverfahren. Ja, machen wir falsch. Sie lieben Katzen? Also wenn die Hunde mögen, die würden schon Katzen auch vielleicht mögen. Also ich mag ja auch. Ja. Aber wenn man Hundeliebhaber ist und Hunde hat, ist man meistens Hundefanat. Ja. Aber ich weiß, ist auch eine allergisch oder so. Das kann auch sein. Auch, das wäre so. Ja. Aber die sind beide sehr, sehr tierlieb. Ja. Also tierlieb auf jeden Fall. Mach mal wahr. Losen bestimmt übelst ab hier. Sie haben keine Freunde. Falsch. Haben sie sich früher gehasst? Ich weiß, dass sie sich tatsächlich eine Zeit lang nicht mochten. Ja, ich glaube als Kinder oder so. Ja. Ich kann einfach mal wahr sagen. Ja. Also ganz, ganz früher, ist ganz, ganz Ja, die her. Haben sich, glaube ich, auch im Kindergarten kennengelernt, ne? Sind sie Schwestern? Nein. Haben sie Kinder? Nein. Ich schätze davon aus. Ja. Und? Toll, du weißt echt alles über die beiden. War das jetzt alles richtig? Oha, wahrscheinlich. Wie krass. Ja. Kann man die Auswertung irgendwo sehen? Ist nee, das ein Ergebnis? Nee, leider nicht. Okay. Aber es hat Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt schon so im Victoria und Sarina Flow sind, werden wir doch auch direkt mal ein Spiel machen, oder? Ich denke doch. Komm, wir spielen jetzt mal ein Spiel. So, hier sind wir wieder. Ja. Mit Stadt, Land, Einhorn. Richtig. Von Victoria und Sarina. Mhm. Das haben wir tatsächlich schon mal gespielt. Ja, da hast du, ich gucke gerade, das ist dein Blatt. Oh, das ist sogar noch drin. Du hast gewonnen mit 5 Punkten Abstand. Wow. Ja, hier hatten wir das schon mal gespielt und... Leute, wer spielt nicht gerne Name, Stadt, Land, Fluss? Aber hier ist es ja Stadt, Land, Einhorn mit Victoria und Sarina. Ja. Und natürlich, passend zu unserem Tag heute, müssen wir auch ein Victoria und Sarina Spiel spielen. Ganz genau. Und es gibt hier auch wirklich ganz, ganz viele coole Kategorien. Zum Beispiel im Rucksack, Pizzabelag, Hobby, Geschäft, Promi. Und das wechselt auch immer. Ja. Also es gibt hier wirklich verschiedene Blätter und verschiedene Aufgaben. Ich würde jetzt einfach hier so aus der Mitte 2 Blätter abschnibbeln. Ja. Nehmen. Oder wir nehmen einfach die Rückseite. Ich glaube, auf der Rückseite sind andere Begriffe. Oh ja, dann lass uns ja, doch wir genau. nehmen die Rückseite. Wir nehmen die Rückseite. Oh, wir können auch die Rückseite von unserem alten nehmen. Ach, Eva, du bist so schlau. So. Wir haben hier stehen Stadt, Land, Fluss, Tier, Getränk, Buch, Gemüse oder Obst, Talent und Ausrede. Und unten drunter ist Beruf, Frühstück, Serie, Farbe, Influencer und Charaktereigenschaft. Wollen wir das zweite machen? Lass uns das zweite machen, ja. Okay, gut. A. Stopp. E. Oh. Okay. Mir fällt gerade keine Serie ein. Warte doch, da gibt's. Wie heißt sie denn gleich? Mir fällt kein Beruf ein tatsächlich. Was ist denn eine Serie? Doch, ich habe eine Serie. Jetzt brauche ich noch einen Influencer mit E. Also Frage ist ja auch, zählt da Promi auch ja, dazu? Ja, alles, ne? Weil alles. Ich glaube, es sind ja alle momentan oder viele bei Instagram unterwegs. Ja, jeder, der bei Instagram irgendwas... Ja. Oder bei YouTube oder sonst irgendwo. Ich gehe gerade so meine Listen durch. Was ist eine Serie mit E ein? Was kann ja auch einfach mit eine... Wollen wir Stopp sagen? Warte, ich habe einen. Du hast... Oh. Ich weiß nicht, ob es zählt, aber ich würde es jetzt einfach so nehmen. Okay. Okay, dann würde ich sagen, los geht's. Stadt... Erfurt. Ich habe Essen. Das ist für jeden 10, ne? Ja. Land. England. England. Das sind 5. Fluss. Ems. Elbe. Das sind wieder 10. Beruf habe ich nicht. Elektriker. Oh. Da habe ich 20, ne? Ja. Frühstück. Eier. Ei, ja. Also 5. 5. Serie. Habe ich nicht. Emily in Paris. Oh, ja. Mag ich sehr, die Serie. Farbe. Eierschale. Das ist eine Farbe. Ja, ist auch. Ich hab Eisblau. Oh, schön. Influencer habe ich Estefania. Und zwar ist es, das ist die, ist eine Influencerin. Ich weiß nicht, ob wir welche kennen, aber die hat auch mal getanzt. Also ja. Die tanzt auch.
Deswegen. Ich glaube, die war auch mal mit Dieter Bohlen zusammen. Daher kenne ich sie. Achso, die meine ich nicht, aber die können wir auch zählen lassen. Die können wir auch zählen lassen. An die dachte ich jetzt. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Instagram. Ich war keine Ahnung. Das ist die. Also ich kenne nur die Instagram. Ja. Und Charaktereigenschaft habe ich Ehrlichkeit. Ich habe Eifersucht. Nein, also eifersüchtig. Ja, ja, super. Okay, das sind auch 10. 10, 10, 20, 60, 80, 100, 105. Ich habe 50. Ja, du hast ja die 20er jeweils, wo ich gar nichts habe. Ja, wenn ich mich verzählt habe, 10, 20, 100, 110 habe ich sogar. Boah. Ja, okay. Ey, macht richtig Spaß, muss ich sehr sagen. Sehr, sehr cool. Ist ein sehr gutes Spiel. Ich finde, die Kategorien sind mega gut. Ja. Ich bin leider sehr schlecht im Stadtlandfluss. Ja, ich liebe Stadtlandfluss. tatsächlich. Außer Fluss mag ich immer nicht so, aber ich habe auch oft Hänger. Ja. Gut, das habe ich auch so. Auf jeden Fall hat es richtig, richtig Spaß gemacht und ich denke, wir können noch einiges über Victoria und Sarina lernen. Ja. Also wenn ihr Fun Facts über sie habt, gerne hier unten reinschreiben. Ja, genau. Und schreibt gerne in die Kommentare, wen sollen wir mal wieder nachmachen, beziehungsweise nach welchen Promi sollen wir vielleicht einen Tag leben. Ja. Oder vielleicht leben wir auch mal nach mehreren YouTubern. Schreibt bitte gerne alles in die Kommentare. Ihr wisst, wir machen das sehr gerne, ja. Verkleiden uns gerne und ja. Ich dachte gerade, wir können noch einen Tag wie Bunny aus Sailor Moon leben. Oh, oh ja, habe ich auch schon ganz oft auch gelesen in den Kommentaren. Mach doch mal einen Tag Sailor Moon. Ja. Aber man könnte auch zwei fiktive Figuren machen. Ja, ja. Also oder eine andere Serie oder so. Ja, oder was du vielleicht auch gerne früher geguckt hast. Star Trek. Ja, dann gehst du als Baby Yoda und ich gehe... Das ist Star Wars. Ach so. Ich hatte eine komische Kindheit. Nee, alles gut. Ich bin, glaube ich, die einzige Person auf Erden, die noch nie Star Wars und Star Trek gesehen hat. Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Ja, Leute, schreibt bitte gerne alles in die Kommentare. Und es hat auf jeden Fall viel, viel Spaß gemacht. Ja. Verurteilt uns bitte nicht. Wie gesagt, wir wissen nicht so viel, aber wir wollten einfach mal in die Rolle schlüpfen, genau. Weil wir die beiden Mädels auch wirklich sehr, sehr süß finden. Und sehr, sehr sympathisch. Genau, und alles sehr, sehr sympathisch. Und ich werde mich jetzt mal lookmäßig von Victoria verabschieden und wieder zu meinem Look zurückkehren. Ich folge dir da einfach mal. Ja, und... Genau. Das ist, hat meine Haare eingeklemmt. Ja, also Leute, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren, kleine Glocke aktivieren natürlich nicht vergessen und dann sehen wir uns gesund und munter. Beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.